Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Food Haul. Ich habe hier schon meine Tasche stehen und ich werde euch jetzt zeigen, was ich alles eingekauft habe für diese Woche. Ich habe hier auf meinem Schoß Cookies und zwar von Pepperidge Farm Chocolate Chunk. Die habe ich euch ja schon beim letzten Mal gezeigt und habe euch gesagt, dass das die besten Cookies sind, die es gibt. Und dann habe ich die probiert und dann war ich ganz enttäuscht, weil die nicht mehr so gut geschmeckt haben wie noch vor ein paar Jahren, als ich die das letzte Mal gekauft habe. Danach gab es die in meinem Supermarkt nicht mehr und jetzt eben letzte Woche wieder und ich habe mich so gefreut und war dann wirklich enttäuscht. Jetzt habe ich aber in älteren Videos von mir gesehen, dass ich damals die Cookies mit White Chocolate hatte und das letzte Mal hatte ich ganz normale Schokolade und da mir die wirklich so gut geschmeckt haben, gebe ich denen jetzt einfach nochmal einen Versuch oder einfach nochmal eine Chance, weil vielleicht ist es wie mit dem Ben & Jerry's Eis, Cookie Dough liebe ich, aber dieses komische Switch-Up hat mir gar nicht geschmeckt und deswegen werde ich die jetzt nochmal probieren. Und dann zeige ich euch jetzt hier meine Tüte. Ich habe nämlich nochmal zwei neue Süßigkeiten entdeckt für eines der kommenden Süßigkeiten-Testen-Videos und zwar von Nestlé die Chocolate Chips Winter Edition mit feiner Zimtnote. Ich zeige euch das mal. So sehen die aus. Ich bin gespannt, wie die schmecken. Die normalen mag ich sehr, sehr gerne. Und ja, die haben halt eine leichte Zimtnote. Dann habe ich noch was entdeckt. Da gab es noch eine andere Sorte, aber das war mit Oreo. Und naja, ich und Oreos, das funktioniert nicht so gut. Auf jeden Fall von Milka sind das hier Joy Fills Crispy and Creamy. Die sehen irgendwie aus wie so ein bisschen, ja, wie so Katzenfutter. Da gibt es doch auch solche so ähnlichen Dinger. Ich weiß nicht, ob die auch eine Füllung haben. Auf jeden Fall sind das jetzt die hier. Und dann gab es die halt noch mit Oreo-Keks-Dings außenrum und innen drin eine Vanillecreme-Füllung. Die habe ich jetzt aber mal nicht mitgenommen, aber dafür die. So, und dann geht es weiter. Und zwar habe ich eine Pizza mitgenommen von Wagner, die backfrische Salami mit dreimal Käse. Die habe ich jetzt eigentlich nicht so oft, aber die war diese Woche im Angebot und die Sorte von dieser Pizza sah irgendwie am leckersten aus. Die Speziale hätte mich auch noch gereizt, aber die war mit Pesto und da wusste ich nicht, ob mir dann das Pesto schmeckt. Deswegen habe ich jetzt einmal die mitgenommen. Was ist eigentlich eure liebste Fertigpizza? Das würde mich mal interessieren. So, dann einmal Joghurt von Frankenland, den cremig gerührten mit 3,5% Fett. Dazu habe ich mir dann auch noch eine Beerenmischung mitgenommen und zwar von Gut und Günstig. Die ist mit Sauerkirschen, Brombeeren, Erdbeeren, Johannisbeeren, Heidelbeeren und Himbeeren. Da hatte ich irgendwie Lust drauf. Die hatte ich früher schon ein paar Mal, die ist so ein bisschen säuerlich und meistens nehme ich ja die Erdbeeren, nee, die Himbeeren, die nehme ich meistens. Aber heute hatte ich irgendwie Lust auf etwas Säuerlicheres. So, dann habe ich von Zott Sahnejoghurt mitgenommen und zwar einmal das ganz normale klassische Erdbeere und dann das extra sahnige mit Erdbeervanille. Dann habe ich einen Mozzarella mitgenommen, einmal einen Philadelphia Frischkäse, dann diese Woche wieder mein Gouda-Stück und es gab wieder ein Stück mit nur zwei Rändern. Dann einmal Emmentaler, da hatte ich irgendwie auch Lust drauf. Dann einmal Butter, Sahne und was haben wir da noch? Von Barilla, das war auch diese Woche bei Edeka im Angebot, habe ich jetzt nur das Pesto Rosso mitgenommen, weil das schmeckt mir um einiges besser als das Grüne. Das ist so richtig schön fruchtig und ich mag von Barilla das Pesto eigentlich auch am liebsten. So, und an Obst und Gemüse habe ich einmal eine Gurke mitgenommen, dann Mais, einen Ingwer wieder, eine rote Zwiebel, zwei Avocado, dann drei Zucchinis, eine gelbe Paprika, Tomaten. Was ihr da hinten blobbern hört, das sind übrigens die Kartoffeln. Ich habe mir nämlich schon mal das Abendessen aufgesetzt. Ja, dann natürlich Champignons, unverzichtbar für meine Spaghetti mit Tomatensauce. Dann zwei Kiwi. Wie komme ich auf Kiwi? Zwei Nektarinen und zwar einmal die hier, die weißen. Und dann einmal so eine Felsennektarine heißen die, glaube ich. Und dann habe ich noch Pflaumen. So,
die Babys dürfen jetzt am Abend nochmal hüpfen. Und ich habe hier meinen Basilikum stehen. Die Raupe, die sehe ich jetzt aber nicht mehr. Vielleicht hat die sich mittlerweile auch schon verpuppt. Der Basilikumstock ist ziemlich abgefressen. Also die hat sich so richtig schmecken lassen. Ich habe im Internet gelesen, dass die teilweise ganz klein und dünn noch sind, dass man die auf dem Basilikum kaum erkennt. Aber meine war schon etwas größer und dicker. Der hat es auf jeden Fall gut geschmeckt. Ich habe was gefunden. Meint ihr, die hat sich schon verpuppt? Also die hat hier auf jeden Fall sowas um sich herum. Da ist auch etwas Dreck um die Raupe herum. Also vielleicht hat sie sich tatsächlich schon verpuppt. Es wird Zeit, die Babys wieder reinzuholen. Die Zuschauerfrage heute kommt von Mrs. Chili 18 und sie schreibt: Bei uns hat es das ganze Wochenende geregnet und jetzt ist es am Abend immer total kühl. Aber ich persönlich freue mich schon auf den Herbst. Es war mir eindeutig zu heiß in letzter Zeit, vor allem bei der Arbeit war es nicht auszuhalten. Ich hätte gleich eine Zuschauerfrage. Welche Jahreszeit ist euch am liebsten? Mögt ihr es lieber kalt oder warm? Ganz liebe Grüße. Also die Zuschauerfrage hatten wir auf jeden Fall auch schon, was eure Lieblingsjahreszeit ist. Aber wenn ihr Lust habt, dann schreibt es gerne nochmal unten in die Kommentare. Meine liebsten Jahreszeiten sind Herbst und Winter und wie ihr wahrscheinlich aus den letzten Videos schon erahnen könnt, mag ich es auf jeden Fall lieber, wenn es kühl oder kalt ist, und Wärme und Hitze, das ist gar nicht so mein Fall. Heute haben wir ja den heißesten Tag der Woche quasi, also hoffentlich ist es heute wirklich der heißeste Tag. Ich habe vorhin, bevor ich den Food Haul gedreht habe, habe ich schon mal meine Runde gedreht. Und danach war mir irgendwie ganz schwindelig und also es war, die Sonne hat einfach nur so runtergeknallt und hier hinten im Nacken habe ich auch das Gefühl, dass ich da etwas zu viel Sonne abbekommen habe. Lasst uns mal aktuell in meiner Wetter-App schauen, wie es aussieht. Also 28 Grad waren ja heute angesagt. Es sind auch 28 Grad, gefühlt 27. Naja, kann ich nicht so bestätigen. Und morgen sollen es dann aber 19 Grad werden. Und ich hoffe, das stimmt so. Dann bleibt es die ganze restliche Woche bei 19, 20 Grad. Am Sonntag 22 Grad. Aktuell, wie gesagt, das ändert sich ja immer. Und am Montag wieder 25 Grad. Und ich hoffe, das ist dann der einzige Tag, der etwas wärmer ist und dass es dann wieder so in den Normalbereich geht. Nicht, dass dann wieder die Temperaturen nach oben hin ansteigen und wir wieder diese extrem heißen Temperaturen haben. Also dieses Jahr, ich weiß echt nicht, was los ist. Es ist wirklich seit Frühling, ist es eigentlich warm, bis jetzt eben die letzten Wochen heiß. Und Regen ist auch so eine Sache. Sehr rar in diesem Jahr. Also ich hoffe echt auf den Herbst. Ja, aber schreibt gerne mal, was eure Lieblingsjahreszeit ist und ob ihr es lieber warm oder lieber kalt mögt. Oder kühl oder halt normal. So, ich werde jetzt mal als Nachspeise von Milka den Schokoladenpudding probieren. Den habe ich letzte oder vorletzte Woche gekauft und bis dato aber noch nicht probiert. Und ihr wisst ja, dass ich mir in meinem Pudding, oder vielleicht wisst ihr es auch nicht, aber wenn ihr meine Videos immer schaut, dann wisst ihr es vielleicht, dass ich mir da immer eine Kinderschokolade reinbröckel. Und vielleicht wisst ihr auch, dass mein Lieblingspudding eigentlich von Landliebe der Sahnepudding ist. Und mal schauen, ob der an den rankommt. Nein, definitiv nicht. Mm-mm. Keine Konkurrenz. So, also ich habe mir jetzt noch von Manna diese Zitronenwaffeln 3 Stück reingegeben und natürlich die Kinderschokolade, die ich zerbröselt habe, und das ist jetzt heute meine Nachspeise. Wir
Wir sehen uns morgen wieder um 19 Uhr. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis morgen. Tschüss.